So steigerst du deine Trade-Performance, machst perfekte Trades, machst weniger Fehler und wirst ein erfolgreicher Trader und das in unter einem Monat. Hallo Leute, wie geht's euch? Willst du erfolgreich werden in unter einem Monat mit einer Geld-Zurück-Garantie? Dann bist du hier genau richtig bei meinem High-Performance-Algo. Und zwar mit meinem Algo, ihr seht im Hintergrund, das ist nur das Levels. Level quasi, das ist nur der Bereich, der euch Levels anzeigt. Das ist jetzt nicht noch die ganzen Entry-Signale. Wir halten es ganz basic. Es geht nur darum, erstmal zu verstehen, wo wollen wir traden, wo nicht. Und ihr seht es im Hintergrund, wir haben hier zwei Levels. Und zwar innerhalb von zwei Kerzen hintereinander und dann kommt die Range. Das heißt, Seitwärtsphasen, wo der Markt sich sehr, 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 sehr schwer tut, traden wir nicht. Oder wollen wir nicht traden? Wir wollen immer erst den Breakout oder den Fehlbreakout traden. Und es ist wichtig, Seitwärtsphasen so schnell wie es geht zu erkennen. Weil genau das, was ihr im Hintergrund seht, ist das, wo Anfänger sich am meisten die Finger verbrennen und am meisten Geld verlieren. Warum ist das so? Ganz einfach, ihr seht, wir haben hier eine schöne Abwärtsbewegung. Dann geht der Markt in eine Range, geht aber nicht weiter short, sondern dreht. Und genau in dieser Phase wird reingeschortet. Zum Beispiel ganz klassisch, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt hier rein, der Markt hat ja das Tief gebrochen, oder ich gehe hier rein, der Markt hat das Tief gebrochen, dann nimmt den kleinen Rücksetzer mit, sagt vielleicht noch, auch super, Retest, ich gehe hier nochmal mit mehr Positionen rein, dann bricht der Markt das Tief, dann sagt man, super, ich gehe hier nochmal Short, mein Stop ist irgendwo hier oben, der Markt ballert hoch und man hat einen fetten Minus-Trade. Das ist so das Klassischste, was ich bei Anfängern sehe, was immer wieder passiert. Und darum ist es so wichtig, Seitwärtsphasen so schnell wie es geht zu erkennen, so wenig Fehler wie möglich zu machen und genau aus den Power Trades zu profitieren. Warum sage ich Power Trades? Warum ist das hier ein Power Trade? Ganz einfach, nach falsch, das ist ja der Fehlausbruch aus der Range, kommt schnell. Das heißt, nach einem Fehlausbruch oder nach einem Fault-Signal, zum Beispiel Trap-Sellern oder Trap-Buyern, die Gegenbewegung ist extrem, extrem schnell. Und dabei kommt es auf das Timing an, dass man den Trade so gut wie es geht mitnehmen kann. Und dabei hilft euch zum Beispiel ein Teil vom High-Performance-Indikator. Das ist jetzt einfach nur das Tracking von interessanten Leveln. Unsere Entry-Signale und weitere Absorption-Signale sind hier. Wir haben Setups auf Schlusskursbasis mit unseren Entry-Leveln. Wir haben dynamische Level, die wir dynamisch traden. Das heißt, es ist für jeden was dabei, je nachdem, ob ihr mit Leveln traden wollt oder ob ihr mit Signalen traden wollt. Das heißt, diese Level wiederum, warten wir, was passiert, wenn wir an diese Bereiche kommen und traden dann. Das heißt, wir können super gut Alerts hinlegen und warten drauf, was passiert oder machen automatisiert schon Orders hin. Oder wir wollen den ganzen Tag traden und eine Mischung aus beiden machen, dann traden wir mit den Dynamikbereichen. Das heißt, wenn ihr Anfänger seid, fangt ihr mit den Levels an, seid ihr fortgeschritten, tradet ihr mit den Dynamikbereichen zusätzlich. Das ist das Schöne bei dem Algo und ihr macht halt viel, viel, viel weniger Fehler. Das zum Beispiel hier ist ein Short-Signal gewesen nach einem Pullback. Der Markt macht eine schöne Bewegung. Jetzt zum Thema, wie traden wir das hier? Ganz einfach. Ihr seht ja, wir haben ja hier unten unseren perfekten Support. Was passiert? Outside-Pock, Kerze schließt. Oberhalb, Trapped Sellers. Das heißt, das ist unsere Entry-Kerze. Ganz simpel definiert. Wir gehen hier rein, stoppe hin. Und Markt läuft an. Und was ist das Schöne? Genau diese Kerze, genau dieses Level, tick genau, ist der Bereich, wo der Markt dreht. Und genauso hier oben, der Breakout aus diesem Bereich, hier wird der Markt schnell und macht Dynamik und es kommt eine Bewegung ohne Korrektur und euer Trade ist von Anfang an im Plus. Das ist mein großes Geheimnis, wenn ich trade, dass ich mit meinem Level aus meinem High-Performance-Indikator oder High-Performer-Indikator trade und genau weiß, wann zu welchem Zeitpunkt ich reingehen muss, wann Dynamik kommt, wann keine Rücksetzer kommen. Und so bin ich in der Lage, große Bewegungen mitzunehmen und vor allem vom Timing her dann reinzugehen, wenn der Markt unmittelbar danach anläuft und das Ganze mit Power. Das ist das Geile am High-Performer-Indikator, womit wir die dicke Asche machen. Wenn ihr das Ganze auch traden wollt, Link zum High-Performer-Indikator ist in der Videobeschreibung. Es gibt noch einen Platz, wenn ihr beim Nasdaq dabei sein wollt. Ansonsten könnt ihr auch alle anderen Märkte traden. Den Nasdaq müssen wir volumentechnisch limitieren. Das heißt, eure letzte Chance, um noch beim Nasdaq dabei zu sein. Der Nasdaq ist halt der Markt, wo am meisten Power ist, wo man die meisten Trades macht. Aber wir dürfen halt nicht mit zu viel Size reingehen, damit wir uns natürlich die Signale nicht kaputt machen. Für alle anderen Märkte spielt das keine Rolle, weil dort die Liquidität hoch genug ist. Deswegen zeige ich euch auch Beispiele am ES, weil die meisten von euch natürlich den ES traden werden und die wenigsten den Nasdaq, weil, wie gesagt, wir sind fast voll. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, wenn ihr auch damit traden wollt, mit Trefferquoten von jenseits der 85% und das ohne viel Verständnis und das nur mit den Leveln ohne die Dynamikbereiche, nimmt man noch die Dynamikbereiche mit dazu und alles, dann ist die Trefferquote sogar bei weit über 90%. Das heißt, warte jetzt nicht,
Schnapp dir den High-Performance-Indikator, bevor er ausverkauft ist, und werde erfolgreich. Und schaffst du es nicht, gibt es Geld zurück. Das ist ja das Schöne. Da ich weiß, wie gut mein Produkt ist, kann ich das ohne Probleme anbieten mit Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr das Ganze nicht schafft. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.